Nun, da gibt es natürlich eine Vielzahl von möglichen Erklärungen. Die natürlich am häufigsten bestehende Erklärung ist die Arthrose, also der Verschleiß im Kniegelenk. Aber eben auch möglicherweise Achsfehlstellungen können ein Problem sein. Also wenn beispielsweise ein X-Bein oder ein O-Bein vorliegt beim Patienten, ist das natürlich etwas, was neben der kosmetischen Bedeutung eben auch Ursachen sein kann für Schmerzen im Kniegelenk. Also das ist etwas, was wir relativ häufig in der Sprechstunde sehen. Also das sind zwei Beispiele einer möglichen Erklärung für Schmerzen im Kniegelenk. Bleiben wir beim Beispiel der Achsfehlstellung. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen eines X-Beins oder eines O-Beins bei einem jüngeren und aktiveren Patienten, dann könnte man als ursächliche Behandlung eine Achskorrektur vornehmen oder eine sogenannte Korrekturosteotomie, wo letztendlich aus dem X- oder O-Bein ein gerades Bein gemacht wird. Das Verfahren, was man dann wählt, das wird also anhand der Röntgenaufnahmen im Vorfeld klar bestimmt, mit Hilfe von einer langen Aufnahme, wo man die ganze Beinachse sehen und auch mit Hilfe eines Computerprogramms ausmessen kann und dann entsprechend die Operation planen kann. Die als Behandlung bei der Arthrose beim jüngeren aktiven Patienten versucht man natürlich, dessen Gelenk so lange wie möglich zu erhalten. Denn der Weg der Endoprothese, wenn der einmal beschritten ist, ist der unumkehrbar. Während man mit einer Achskorrektur das Gelenk des Patienten erhalten kann. Also würde man bei einer entsprechenden Teilarthrose nur innen- oder außenseitig und einer entsprechenden Fehlstellung in der Beinaufnahme dann eben auch eine Korrekturosteotomie durchführen. Im Gegensatz zum älteren Patienten, wo, wenn eine Teilarthrose vorliegt, man eher einen Teilersatz oder bei Vollbild der Arthrose eine vollständige Prothese einsetzen würde.